das habe ich ja auch von unseren Ärzten, von unserem Ärzteteam ja sofort gehört, dass ich einfach auch keine Angst haben muss, weil am Knie ist außer dem Kreuzband nichts kaputt, es ist in guter Verfassung. Wie gesagt, nur das Kreuzband ist eben das, was jetzt erneuert werden muss. Von daher habe ich überhaupt keine Angst und bin auch da, ja, schalte diese Nachricht völlig aus, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte haben müssen. Von dem her bin ich da voller Tatendrang, dass es auf jeden Fall wieder top in Form ist danach. Ja, ich muss abwarten, ne? Abwarten, bis mein Knochen zusammengewachsen ist. Und das ist abhängig von mir, ne? Das ist bei jedem Menschen anders, wie das Knochenwachstum verläuft. Ich hoffe, dass es schnell verläuft. Ich glaube, da ist auch einfach wichtig, wie man drauf ist, wie man damit umgeht. Wasser ist zum Beispiel sehr wichtig für mich, deswegen ist Wasser auch ein Aspekt, dass ich mitgehe. Und dann wird man sehen, wie lange das noch dauert. Aber ich bin eigentlich sehr guter Dinge, dass das nicht mehr so lange dauert. Ja, also im Wasser ist ja, also Wasser tut ja allgemein, denke ich, gut. Und wenn man da ein bisschen radeln kann, ein paar Übungen machen kann, Brustschwimmen ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber das Kraulen zum Beispiel ist besser, dann tut es allgemein gut und ich glaube, das ist auch ganz gesund.